Funktioniert, erzähle ich euch später nochmal. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von vorne nach hinten durch und fangen im Cockpit an. Also, wir haben hier einen Mercedes MBR 100, Baujahr 95. Als ich den gekauft habe, war hier drin alles ziemlich abgefuckt. Daraufhin habe ich hier alles mit Alcantara bezogen und mit Leder und auch einen doppelten Android-Radio eingebaut, den man hier rüber startet. Den Dachhimmel habe ich auch komplett mit Alcantara bezogen. Was jetzt noch fehlt, sind die Sitze. Da plane ich mir Ledersitze von der S-Klasse reinzuhauen mit einer Drehkonsole. Ja, der Zündschlüssel ist mir tatsächlich abgebrochen. Mir dann einfach einen Schraubenzieher besorgt, reingeflext und reingeschweißt und fertig ist der Lack. Hier habe ich noch einen aktiven Subwoofer mit integrierter Endstufe verbaut. Das Coole ist hierbei, dass ich hier über diesen kleinen Regler den Bass steuern kann. Easy vom Fahren, einfach hinten rechts rüber gegriffen. So, dann geht es hier über dem Cockpit weiter. Hier habe ich Stauraum mit einem kleinen Licht. Dann geht es hier drüben weiter mit noch mehr Stauraum. Da habe ich meinen Helm, ein bisschen Basilikum, Handtücher und hier so kleine Fächer für alles Mögliche. So, dann geht es hier auf der anderen Seite weiter. Hier habe ich meinen Küchenschrank. Der ist mit einem kleinen Schalter ausgestattet, der quasi das Licht steuert. Hier habe ich meine Tassen, Teller, Haushaltsutensilien, Krimskrams, Kaffee, Gewürze, alles Mögliche. So, dann kommen wir hier zur Küche. Hier habe ich eine kleine Magnetleiste. Da ist bis jetzt noch nie was runtergefallen, auch wenn mich da jeder drauf anspricht. Einen kleinen Topfuntersetzer aus dem alten BMX Sprocket. Hier habe ich mein Olivenöl, weitere Gewürze, Knoblauch, Kerze. Genau. So, hier habe ich meinen Wasserhahn. Der ist angesteuert über eine 12 Volt Tauchpumpe im Tank. Das Coole hierbei ist, ich kann ganz easy mein Fenster öffnen und kann das Ding draußen als Dusche verwenden. Der Kühlschrank ist ein Dometic Absorber-Kühlschrank, Kühltruhe. Läuft komplett über Gas, wenn ich stehe, wenn ich fahre, läuft er über 12 Volt und sollte ich mal Landstrom haben, dann läuft er über 230 Volt. Oh, unten drunter geht es weiter mit meinem Schub. Der ist hier über einen kleinen Riegel gesperrt, dass er bei der Fahrt nicht aufgeht. Hier habe ich so meine Badsachen drin, Krimskrams wie Brillen, Etuis, Besteck. Unten drunter gibt es auch nochmal alles Mögliche. Hier hinter dieser Tür befindet sich mein Gastank. Das Gute hierbei ist, dass ich das an jeder Tankstelle per Autogas auftanken kann. Hier über diesen Adapter. Und das Praktische ist, das Gas reicht mir ca. 14 Tage und eine Gasfüllung kostet mich 3 Euro. Hier nebenbei habe ich meinen Mülleimer. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Außer vielleicht, dass ich den ganz cool hier mit dem Fuß öffnen kann, was ziemlich praktisch ist. Ist auch ein kleiner Magnet dahinter verbaut, dass er bei der Fahrt nicht einfach aufgeht. Muss man ein bisschen fester ziehen oder man geht mit dem Fuß drunter, hebt ein bisschen an. So, von der Küche ins Wohnzimmer geht es hier weiter mit meinem Krimskramsfach, wo ich Krimskrams drin habe, das ich nie verwende. Unten drunter der Tisch. Easy as that. Das Coole hierbei ist, du hast absolute Beinfreiheit, auch wenn du zu zweit oder zu dritt hier sitzt, hast du keinen Stress, dass du immer überall hängen bleibst. Hier habe ich meine kleine Steuerzentrale.
Dieser Schalter hier ist für die LED-Bar für den Tisch. Hiermit kann ich den Radio ansteuern von hinten. Die Decklights. Kühlschrank 12 Volt für unter der Fahrt. Meine DC-Outlets, einmal mit 1 Ampere und einmal mit 2,1 Ampere. Und das ist noch frei. Hier befinden sich meine Schaltungen für meine 230 Volt Steckdosen. Zwei Stück. Das Bedienteil von meiner Standheizung und der Solarladeregler. Hier unten auch mit einem kleinen Riegel, dass es beim Bremsen nicht aufgeht. Habe ich Stauraum für meine Elektroartikel, Bürokratiescheiß, Lebensmittel, noch mehr Lebensmittel, elektrische Fliegenklatsche. Ja, hier habe ich nochmal Platz für Decken, sehr wichtig beim Camping. Unten drunter befindet sich mein kleines, aber feines Schuhregal. Und hier habe ich nochmal einen kleinen Gaskocher, falls man mal draußen kochen möchte. Quick Access zum Kleiderschrank, entweder so oder den vollen Zugang. So. Das Bett kann man dann entweder so im Schwebezustand nutzen. Was ganz geil ist. Oder manchmal gibt es ja Situationen, da braucht man ein festes Bett. Da kann man das hier auf den vier Füßen absetzen und das ist richtig massiv. So, hier habe ich auch ein bisschen Stauraum für Wäsche, T-Shirts. Und noch Krimskrams. So. Das Ganze kann man dann natürlich auch wieder zuklappen, um dann hier die volle Fläche der Dachterrasse nutzen zu können. Hier vorne haben wir nochmal ein 100 Watt Solarpanel und einen 230 Watt LED-Strahler. So, hier hinten befindet sich ein 60 Liter Wassertank. Etliche Kisten mit Krimskrams. Ein Grill, Werkzeug, eine weitere Steckdose, die Starterbatterie mit 120 Amperestunden, die Verbraucherbatterie mit 280 Amperestunden. Hier haben wir einen Active Wechselrichter mit 500 Watt bzw. 1000 Watt kurzzeitig. Hier haben wir einen FI-Schutzschalter, eine Sicherungsbox, Trennrelais und Geschichten. Und hier steht die Möglichkeit, mit diesem Stecker, der gerade nicht rausgeht, mit diesem Stecker am Campingplatz per Landstrom aufzuladen. Dann kann ich hier über mein Trennrelais auf Phase 2 schalten. Dann sind die manuell zusammengeschaltet und beide Batterien werden gleichzeitig geladen und alle Verbraucher im Bus werden über Landstrom versorgt. So, zum Abdunkeln habe ich hier an jeder Seite Rollos, einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Hinten mache ich mir dann meist noch eine kleine Decke hin. Genauso wie vorne. Und dann ist er komplett licht- und blickdicht. Also nicht komplett, aber ich sag mal, auf jeden Fall ein bisschen was ist er. Ja. Doch. So, jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Und weil es jetzt ein bisschen dunkler ist, zeige ich euch mal noch, was ich für Licht am Start habe.
Und zwar, wie vorhin schon mal gezeigt, einmal hier das Masterlight für den Tisch. Das gleiche nochmal hier drüben. Auch coole Beleuchtung für das Elektronikfach. Dann haben wir hier oben ein Hauptlicht. Das ist ziemlich hell. Hier für die Küche haben wir ein schönes Halogenlicht. Im Weiteren habe ich hier, da und hier noch eine LED-Leiste verbaut. Und diese lässt sich mit dieser Fernbedienung hier steuern. Da ist der Sensor. Oben sieht das ein bisschen scheiße aus, weil das ist gekauft. Und die LEDs strahlen direkt gegen das Plexiglas. Ich hatte mir das eigentlich vorgestellt, dass das ein durchgängiger Streifen ist. Bisschen schade. Hier unten, wo ich selber gebaut habe, ist es natürlich gut geworden. Da sitzen die LEDs direkt hier oben und bestrahlen quasi die Wand, welche ich mit einem Alufolienklebeband beklebt habe. Heißt, es ist komplett indirektes Licht, und wenn man dann so Scherze wie Regenbogen macht, dann ist es halt voll geil verschwommen und nicht so wie hier oben voll beschissen. Aber ja, das ist halt Geschmackssache, ob man sowas überhaupt will. Ich habe meistens nur einfach ein einfaches Licht und dimme das dann auch gerne mal ein bisschen runter. Hier oben im Bett gibt es dann auch nochmal ein Licht. Hier die mega helle Lampe, die viel zu hell ist. Und die hier, die mega chillig ist. Und hier bekommt man einen kleinen Eindruck, wie geil es sein kann, direkt unter den Sternen zu pennen. Soweit bis hierhin erstmal. Begonnen hat die ganze Geschichte vor 1,5 Jahren. Ich habe ein Bild auf Instagram gesehen, Van-Ausbau, voll cool. Und dann dachte ich mir, ey, das kannst du eigentlich auch machen. Wäre irgendwie schon cool. Hab dann auf Mobile geschaut und hab dann dieses Auto hier gefunden für sehr kleines Geld von der Lebenshilfe. Die haben das damals als 9-Sitzer verwendet. Und hier 2 Sitze, hier 2 und hinten 3. Das Auto ganz spontan eigentlich gekauft, hab alles rausgerissen, hab dann erstmal relativ viel Rost entfernt, Bleche rausgeflext und neu reingeschweißt, und dann konnte ich so nach knapp 3 Monaten mit dem richtigen Ausbau beginnen. Das Ganze hat mich circa 1 Jahr gedauert. Ich hatte da leider auch nur am Wochenende Zeit zu arbeiten, weil ich einen Vollzeitjob hatte und da ziemlich eingebunden war. Nach 1 Jahr war die ganze Geschichte fertig. Ich hatte den Job gekündigt, bin jetzt losgefahren. Von 1/2 Jahr war in Portugal und jetzt gerade wieder in Spanien. Die letzten 6 Monate habe ich natürlich auch ein bisschen dazu genutzt, um für mich selber rauszufinden, worauf ich wirklich Lust habe und was mir wirklich Spaß macht. Und ey, die Zukunft wird auf jeden Fall sein, dass ich weitere Fahrzeuge zu Wohnungen umbauen werde. Und jetzt ist so langsam der Zeitpunkt gekommen, wo ich wieder richtig Bock auf ein Projekt habe, auf eine neue Aufgabe, und möchte einen neuen Carlos 2.0 bauen. Wenn du Interesse hast an einem neuen, individuellen, nach deinen Wünschen zugeschnittenen Fahrzeug, dann freue ich mich auf jeden Fall über deine E-Mail. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Dann bedanke ich mich, dass du auf jeden Fall so lange das Video schon mal geschaut hast. Wir wollten nämlich eigentlich nur 3-4 Minuten Video machen, jetzt ist das schon so lang geworden. Cool, danke fürs Zuschauen. Vielleicht werden weitere Videos kommen, weiß ich noch nicht. Tagchen, wie geht's denn, Ray? Spätze!